Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Let's Play iDevice, heute mit Yoda Survivor 2. So, letztes Mal haben wir hier rechts, wie ihr auf der Karte seht, bei den Bonus-Leveln aufgehört. Und ich denke, die sind doch für heute eine ganz nette Sache, lasst sie uns mal weitermachen. So müssen wir nämlich auch mal was Neues kaufen, ist doch auch ganz schön. So, was wollen die von uns in die Eierbratmaschine zum Spiegeleierbraten? Es soll ausgebaut werden. Die Käsemaschine bauen wir auch aus. Ihr seht unten unser Geld. Oh, ich hätte mal die Hütte ausbauen können, fällt mir gerade ein. Was ist denn das hier? Schaufel, gräbt Löcher in 5 Sekunden. Schnelleres Graben nach Verbesserung. Die nehmen wir auch noch mit. Gut. Dann... Temposchaufel ist unser neuer Erfolg. War nicht ganz so schwierig. Mal schauen. Habe ich schon im letzten Test gesagt, aber ich finde den Ladebalken bzw. den Hintergrund wenigstens nett animiert, wobei er wirklich jetzt auch mal wechseln könnte. Ich bin mal gespannt. So, unser Ziel, 12 Spiegeleier, deswegen haben wir einmal die Maschine ausgebaut. 3-mal Wassertränke zubereiten und 400 Energie. Ihr seht es oben links, 150 starten wir. Okay, dann lassen wir es gleich mal regnen. Sammeln alles ein. Eine Eiermaschine haben wir schon. Milch nehme ich, aber die bauen wir. Und Wasser schnappen wir uns. 1, 2, 3, 4. Gut. Dann bauen wir gleich mal einen Wassertrank. Das ist vielleicht nicht schlecht. Haben wir schon Eier? Nee, wir haben noch keine Eier. Jetzt haben wir Eier. So, jetzt haben wir auch Wasser und sind wieder bei der Sache. Komm, ein Milchpulver. 15, wir sind zwar schon angeschlagen, wie ihr oben links seht, trotzdem nutze ich das Regenritual nochmal. Wie viel Eier? Nur eins? Das ist ja schwach, ey. Wir brauchen 2, damit wir die Maschine nicht vergeuden. So, 2. Dann lassen wir es krachen. Wir schnappen uns nochmal 2 Wasser. Lassen die Gude noch einen Trank brauen. Milchpulver bringt mir gar nichts, aber bringt mir eventuell, dass ich schneller Energietränke bekomme. Wie Milch habe ich denn? 2? Muss man doch noch mal Milchpulver herstellen. Oh, Piraten, ich baue mir jetzt lieber mal einen Milchtrank. Okay, ich habe alle Milcheier. Dann kann ich sie verbrauchen. Nein, ich habe nicht alle, ich bin ein Idiot. Ich bin mal gespannt, aber ich gehe jetzt mal stark von aus, dass das ein Run wird ohne Goldzeit, weil ich es nämlich jetzt verbockt habe mit den Eiern. Jetzt muss ich gucken, dass ich wirklich schnell wieder Eier sammle. Bevor die Ziegläse mir wegessen. Ah, ich bin auch ein Depp. 12 hätte ich gebraucht, 6 hatte ich und habe sie alle für einen Drang verbraucht. Schnell, vorne ziehen. Jo, die Milch lassen wir schön in Milchpulver. Umbauen. Eier haben wir wieder 2. Und endlich ist der Frühling da. Bei uns war heute den ganzen Tag wundervolles Wetter. Freut mich, zumal ich heute auch noch frei habe und richtig für euch Videos produzieren konnte. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Spazieren gehen war ich auch noch. Also war ein rundum gelungener Tag. Ich hoffe, euer Tag war genauso schön. Morgen ist Feiertag. Beziehungsweise für euch wird das Video wahrscheinlich ein bisschen später ausgestrahlt. Wo ist die Uhr? Das solltest du einsammeln. Nein, dann lass doch mal die Uhr. Wow, gerade hast du die Zeit zurückgedreht. Ah, okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Wie viele Eier habe ich? 3? Hehe, da habe ich den Ziegen ihre ganzen blöden Eier geklaut.
Und ich soll es dringend mal wieder regnen lassen, weil sonst sind meine Löcher hinüber. Einen Wassertrank brauche ich mir. Hier kann ich noch was holen. Hier kann ich noch ein Loch machen. Milchpulver nochmal so. Dann hole ich mir hier nochmal Wasser. Und tu mir nochmal einen Wassertrank brauen. So, nein, ich habe immer noch nicht alle Eier. So, jetzt habe ich alle Eier. Und jetzt kann ich die Eier nämlich auch alle zusammen mit dem Milchpulver und der Milch und den normalen Eier zu einem schönen 400er Trank brauen, den ich auch brauche. Das wird knapp. 26, komm, durch mein Fehler. Ich muss es schaffen, die Piraten hinten ignoriere ich. Gib mir den Trank, gib ihn mir. Oh, ja, scharf. 32. So ist der Level-Rekord auf jeden Fall. Meine Zeit 3,35. Ich habe Gold geschafft. Schön. Stammesrang Soldat. Für den nächsten Rang benötigst du Stamm. So, wir haben hier einen Hammer bekommen. Der Hammer erhöht die Erholungszeit vom Piraten nach einem Schlag von dir um eine Sekunde. Verstehe ich nicht. Scheißegal. So, ab hier ins nächste Bonuslevel. Und mal wieder einen Blick auf den Ladebalken zu werfen. Und was macht ihr eigentlich so? Morgen ist Vatertag, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, war Vatertag schon. Und wart ihr weg? Wart ihr trinken? Seid ihr Väter? Geht ihr trotzdem trinken? Würde mich interessieren, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, was ihr so getrieben habt. Unser Ziel, 6 Spiegeleier, 5 Milchpulver, 450 Energie, lass es regnen. Ja, ich merke es schon, bin schon wieder ganz verballert. Das heißt, wir sammeln noch mal ein bisschen Wasser. Ich glaube, das werden wir jetzt mal ausprobieren, ob das Spezialrezept noch da ist. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das 4 Eier und 2 Wasser. Wir haben ein Ei, Moment. 2 Eier, die 2 Wasser hätten wir. Jetzt haben wir noch eins. So, der Skorpion kam gerade recht, muss ich ehrlich zugeben. 3 Eier. Milch, aber das bringt uns nichts, weil wir können ja noch nichts bauen. So, jetzt haben wir 4 Eier, jetzt gucke ich, ob das Spezialrezept... Nee, es existiert nicht mehr. Dann brechen wir mal ab. So, zum Regnen lassen reicht's. Und damit wir einen zweiten Kran bauen können... Wichtig ist, dass wir uns Energie holen, damit wir die Maschinen rechts überhaupt bauen können. Aber sonst geht's nicht. Und wir versuchen uns Energie zu holen, indem wir ein bisschen Milch sammeln. Vielleicht noch mit bisschen Wasser. So, mal schauen. 6 Milch mit Wasser. Gibt 118. Na, dann machen wir jetzt einfach mal. Es reicht für die Milchpulvermaschine. Aber sowieso Wasser, merke ich gerade. Weil ich nämlich schon ganz depper bin, wie ihr oben seht. So, Energie habe ich. Die verliere ich aber gleich wieder, wenn ich mir nicht umgehend Wasser besorge. Und wir lassen es nochmal regnen. Wie viele Eier brauche ich? 6. Ich habe schon 9 im Sack. So, dann bauen wir doch auch gleich mal die Eiermaschine oben. Ich habe die Eiermaschine gebaut. Und ich bin schon wieder ganz bebleppert. So, dann lassen wir aus der Milch doch nochmal einen Trank bauen. Oh, schön, Skorpione, die geben mir so schön Energie. Danke. Eier brauche ich eigentlich nicht mehr einsammeln. Nur noch die gute Milch. So, und wieder ein bisschen Energie. Wasser nehme ich schon mal vorsichtshalber wieder ein bisschen mit.
die Milch hier sowieso. So, ich lasse mir gerade noch mal einen Wassertrank brauen. Damit wir nicht zu viel Energie verlieren, weil wir brauchen ja als Ziel auch 450 Energie. So, Milchpulver, Spiegelei. Regnen lassen müssen wir es auch. Und schon sind wir wieder neben der Kap. Immer so schön da. So, das letzte Ei. Wenn das jetzt draußen ist, haben wir unser Eierziel erreicht und damit können wir, jawohl, ihr seht's, damit können wir mit den Spiegeleiern und mit den restlichen Eiern und die Milch klopfen wir auch noch rein. Einen schönen, nicht alle Eier zurück. Ja, Abbruch, Abbruch, das geht nicht. Weil ich kann nicht alle Milch verbrauchen, aber ich kann alle Eier, alles Wasser und ein paar Milch verbrauchen. Sehr gut. So, schön die Milch einsammeln, die Spiegeleier und das Milchpulver. Sowieso, von dem brauche ich auch nur noch zwei. Und dann kann ich mich voll und ganz auf meine Tränke konzentrieren. So, noch ein Milchpulver. Spiegelei machen wir auch noch. Wir haben jetzt schon 219 Energie. Mal gucken, was sich brauen lässt aus der Milch und dem Milchpulver. Prima, das reicht. Goldzeit, ich komme. Los, mach schneller. Naja, die Köchin lässt sich ordentlich Zeit. Ich merke schon hier. Ihr seht noch, also vielleicht liegt es auch und... Jawohl, Ziele erfüllt. Ihr merkt's, ich habe mal wieder die Goldzeit, um kurz anzugeben. Es ist ja alles ziemlich ähnlich. Das liegt halt auch daran, dass wir hier natürlich alle Bonus-Level spielen. Kriegsbemalung. Okay, okay, okay. Also scheint uns doch die Bonus-Level ein bisschen mehr zu bringen. So, was bauen wir? Hier oben rechts können wir was bauen. Musikzauberritual. Nutze deine Münzeneier auf einfache Weise neue Gegenstände zu halten. Ja, prima. Musikzauberritual entdeckt. Beschwöre es, um alle Kreaturen zum Tanzen zu bringen. Das ist neu. Wir werden es uns anschauen. Dann bin ich mal gespannt, je weiter man voranschreitet, beziehungsweise das Musikritual hätten wir jetzt ja gar nicht bekommen. Hätten wir nicht die tolle Abkürzung genommen, aber ich glaube, eigentlich jeder nimmt die Abkürzung, oder? Weil man will ja irgendwie alles freischalten, gehe ich mal stark von aus. Also, ich weiß ja nicht. Naja, zum Starten antippen. So, 8 Bananen, 700 Herzen. Ein Musikritual kostet 30. So gut, ich lasse es jetzt erstmal klingen. Dein Musikzauberritual bringt dir Kreaturen zum Tanzen. Zum Dank, Elsie King. Na, also komm. Dann lasse ich sie halt tanzen. Der Wind bringt mir. Oh, Bananen. Und Eier hat er mir gebracht. Okay, die Bananen kriege ich wohl nur durchs Musikzauberritual. So wie ich das jetzt verstehe. Dann, ja. Aber es soll mir recht sein. Hauptsache, ich kriege überhaupt Bananen. Okay, ich lasse mir lieber mal einen Wassertrank brauen, weil mein Wasser geht hier nämlich ziemlich schnell flöten, wie ich sehe. So, und dann lassen wir Ritual des Regens. Und das Musikritual. Wir schnappen uns die Bananen. Okay, nett. Wir haben schon 5 Bananen. 6, 7. Yay, wir brauchen noch eine Banane. Das heißt, noch ein Ritual. Wasser trinken jetzt auch mal, sonst verlieren wir Energie. Gut, lass uns mal schauen, was wir außerhalb von den Bananen haben, um uns einen schönen Energietrank zu brauen mit 310.
Das ist in Ordnung. Dann machen wir sammeln weiter und weiter und weiter. Sehr gut. So, dann das muss noch mal krachen. Ein Wasserritual lassen wir auch noch mal starten. Bauen noch mal alles an. So. Das ist ja nett gemacht, dass die alle tanzen. Ne? Da kommen Piraten. Die interessieren mich eigentlich nicht sonderlich. Die sind keinerlei Herausforderung. Aber ich weiß schon, dass ich mir als nächstes ein Schwert kaufe. Und den habe ich sogar entkommen lassen. Wie nett von mir. Wie überaus nett von mir, muss ich dazu mal noch sagen. So, unser Bananenziel haben wir erreicht. Dann hauen wir jetzt mal alle Bananen auf die Kacke hier. Und lassen uns einen 330er Trank bauen, der sogar reichen würde. Also die Ziel, das, die Goldzeit hier in diesem Level ist wirklich locker angesetzt, muss ich mal sagen. Also ich habe jetzt nicht mal die Hälfte der Zeit gebraucht, weil genau in diesem Moment habe ich das Level geschafft. Und natürlich mit der Goldzeit. So, und schon wieder will er, dass ich... Also für so viel Kohle will der schon wieder, dass ich... bewährt, weil ich kann ja gar nicht nie sagen. Ich kann ja nur sagen später oder jetzt. So, ihr seht, wir haben den kleinen Felsvorsprung hier abgearbeitet. Gibt trotzdem noch ordentlich was zu tun. Aber ich würde sagen, Leute, für heute war es das. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao.